Liebe Freundinnen und Freunde der Pressefreiheit, heute veröffentlichen wir die neue Rangliste der Pressefreiheit. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, hinter uns hängt die neue Weltkarte der Pressefreiheit. Bei mir ist Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Ich habe gesehen, ein paar Farben auf der Weltkarte haben sich verändert. Was sind denn die größten Veränderungen in der Rangliste 2018? Na, die größten Veränderungen ist, dass tatsächlich vier der fünf Länder, die sich am meisten verschlechtert haben in der Rangliste der Pressefreiheit, Länder aus Europa sind. Und darunter ist Malta. Malta ist das Land, was sich am meisten verschlechtert hat. Und der Mord an Daphne Caruana Galizia im vergangenen Oktober ist ein ganz harter Faktor, der das erklärt, weil es ein Mord in einem Land der Europäischen Union, das hatten wir lange nicht für möglich geglaubt. Und insofern ist sozusagen die größte Veränderung, dass wir es wirklich mit Sorge betrachten, dass Populisten nicht mehr nur in autoritären Ländern und Diktaturen auf Medien schimpfen und so die Pressefreiheit einschränken, sondern gerade auch in EU-Ländern. Da gibt es ja auch noch andere Beispiele in Europa, wo es besonders schlimm um die Pressefreiheit steht. Welche sind das? Tschechien ist auch ein solches Land, das hat sich extrem verschlechtert auf unserer Rangliste der Pressefreiheit. Der tschechische Präsident Miloš Zeman hat immer wieder auf Journalisten geschimpft, auf eine diffamierende Art und Weise und steht damit in keiner Weise Donald Trump nach, der Journalisten ja systematisch als Fake News beschimpft. Und wer so mit Hetze spielt in der Öffentlichkeit, das ist eigentlich ein Spiel mit dem Feuer, das kann man schon sagen, weil wir sehen ja, wie schmal der Pfad auch zwischen Demokratien und Diktaturen in manchen Ländern ist. Und wenn das in EU-Ländern passiert, ist das wirklich ganz, ganz schlimm. Wir sprechen ja hier von westlichen Demokratien. Und gerade in westlichen Demokratien erwartet man ja eigentlich nicht, dass die Pressefreiheit schwieriger wird, dass es um die Pressefreiheit schlechter gestellt wird. Warum ist das denn so? Also wir sehen ja schon, wenn wir unsere Rangliste der Pressefreiheit in Europa anschauen, dass wir ein gewisses Ost-West-Gefälle haben. Und gerade in vielen östlichen Ländern, also in neuen Mitgliedsländern, dazu zähle ich aber auch zu den neuen Mitgliedsländern durchaus Malta, glaube ich, hat die Europäische Union zu schnell nach dem Beitritt dieser Länder zur Europäischen Union einen Haken gesetzt und gesagt, auch jetzt sind die im Club der Europäischen Union, da müssen wir uns nicht weiter um die Pressefreiheit scheren. Und da rächen sich, glaube ich, die Fehler, die die Europäische Union schon bei Beitrittsverhandlungen immer wieder gemacht hat und bis heute bei Beitrittsverhandlungen macht, dass man nämlich zu wenig Druck ausübt auf diese Länder. Druck ausübt, indem man ökonomisch Sanktionen verhängen kann, indem man politische Sanktionen verhängt, aber vielleicht auf warten hätte müssen, bis einige Länder beitreten. Und auch heute veröffentlicht ja die Europäische Union Fortschrittsberichte für Beitrittskandidaten. Dort beschreibt sie zwar Problemlagen zur Pressefreiheit, aber sie wird nie konkret. Sie benennt nie Ross und Reiter. Zum Beispiel im Fall von Serbien, ein Land, das sich ebenfalls verschlechtert hat in der Rangliste der Pressefreiheit. Serbien möchte der Europäischen Union beitreten. Platz 76 sehe ich gerade hier. Ja, und da ist der Premier Vucic derjenige, der eigentlich mit sozusagen an vorderster Stelle dafür verantwortlich ist, dass dort Journalisten verleumdet werden, diffamiert werden. Und die EU in ihren Fortschrittsberichten benennt das eben nicht ganz klar. Und dadurch fühlen sich dann letztlich auch Herrscher wie Viktor Orban, Politiker wie Robert Fico und andere letztlich ermutigt, wenn die Europäische Union nicht deutlich ist und auch keine Sanktionen verhängt. In Polen ist das genauso. Also eine klare Handlungsanweisung an die Europäische Union, wenn ich das richtig verstehe. Ich denke, man darf natürlich die Länder und die Regierungen nicht aus der Pflicht entlassen und nur auf die Europäische Union schielen, aber die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft. Die ist eben nicht nur ein Zusammenschluss von Volkswirtschaften, in denen man Produkte tauscht und Handel betreibt. Und wenn die Europäische Union sich als Wertegemeinschaft versteht und die Mitglieder sich zu diesen Werten bekannt haben, dann muss, glaube ich, die Europäische Union als Hüterin der Verträge der EU hier auch deutlich sein. Wie sieht es denn mit Deutschland aus, Teil der Europäischen Union? Deutschland ist auf Platz 15 unserer Rangliste der Pressefreiheit. Im vergangenen Jahr war es auf Platz 16. Das ist eine leichte Verbesserung, aber man kann jetzt nicht sagen, dass sich das wirklich die Lage in Deutschland verbessert hat, denn das ist eigentlich ein Mittelplatz im europäischen Vergleich. Und Deutschland beobachten wir einige
Dinge mit großer Sorge. Wir sehen eine ausufernde Massenüberwachung durch den Bundesnachrichtendienst, BND. Wir haben ein Gesetz, was die Hasskommunikation und sogenannte offensichtlichen Falschnachrichten im Internet auf Social Media regulieren soll, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was aber handwerklich sehr, sehr schlecht gemacht war und so als Kollateralschaden letztlich die Pressefreiheit einschränkt. Und gleichzeitig haben wir rund um den G20-Gipfel in Hamburg im vergangenen Jahr sehr, sehr viele Einschüchterungsversuche und auch Gewalt gegen Journalisten beobachtet. Und das trägt dazu bei, dass Deutschland sich eigentlich nicht wirklich dramatisch verbessert hat im europäischen Vergleich, denn es sind andere Länder viel weiter oben. G20-Gipfel, BND-Gesetz, Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wie kommt es denn, dass Deutschland trotzdem um einen Platz gestiegen ist? Das kommt mir irgendwie unlogisch vor. Das ist tatsächlich eigentlich nur ein technischer Grund. Das ist vielleicht eine etwas langweilige Antwort auf so eine Frage, weil mit der Rangliste provozieren wir diese Nachfrage natürlich auch. Mit einer Rangliste wollen wir ja Länder vergleichbar machen. Aber der Hauptgrund, warum sich Deutschland um einen Platz verbessert hat, ist, dass sich andere Länder verschlechtert und verbessert haben und dadurch die Position von Deutschland sich ganz, ganz leicht verschoben hat. Und so ist das zu erklären. Das ist eine langweilige Antwort, aber auf so eine Frage. Nee, ich finde das ja schon spannend, wie diese Liste zustande kommt. Ja. Das sind ja nicht nur Plätze, es geht ja auch um Punkte. Wie funktioniert denn diese Rangliste eigentlich? Wie kommt die zustande? Ja, das ist tatsächlich eine ganz komplexe Methodik. Wir haben hinter der Rangliste der Pressefreiheit ist eine sehr aufwendige Methode. Die Rangliste entsteht Wir können das mal gerade zeigen. Ja, das ist die Rangliste. Und das ist ja ein Fragebogen. Dieser Fragebogen, den wir in knapp 30 Sprachen weltweit verschicken, wir erheben ja die Lage der Pressefreiheit in 180 Ländern. Und nur in zwei Ländern dieser 180 Ländern haben wir keine Menschen vor Ort, die diesen Fragebogen ausfüllen. Das sind Eritrea und Nordkorea. Das sagt, glaube ich, auch schon einiges über den Zustand der Pressefreiheit in diesen beiden Ländern aus. Und dieser Fragebogen, das ist ein sehr aufwendiger Fragebogen. Dieser Fragebogen, den man auch auf unserer Webseite anschauen kann und runterladen kann, weil uns auch Transparenz dabei wichtig ist, gliedert sich in sechs Kategorien von Medienvielfalt, ökonomische Fragen, Fragen nach Selbstzensur. Es wird auch abgefragt, die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich will das nicht jetzt in allen Details erklären, aber aus den Fragen, die wir dort haben, ergeben sich sechs Kategorien, die gleich gewichtet werden. Und am Ende gibt es noch eine siebte Kategorie, die erheben wir zentral. Das sind Gewalttaten gegen Journalistinnen und Journalisten. Das sind Angriffe auf Journalisten, Übergriffe auf Journalisten, auf Demonstrationen, wie zum Beispiel beim G20-Gipfel, aber in anderen dann ja auch. Aber das sind natürlich auch im schlimmsten Fall Morde. Und dieser Gewaltquotient, diese siebte Kategorie, die wird in der komplizierten statistischen Formel, die man aber auch anschauen kann bei uns, wird die etwas stärker gewichtet im Verhältnis zu diesen anderen sechs Kategorien. Und am Ende ergeben sich daraus Punktzahlen, weil wir für jede Kategorie Punktzahlen haben und die werden wieder zusammengezählt. Und im Ergebnis kann man sagen, je niedriger eine Gesamtpunktzahl ist und je niedriger eine Punktzahl in jeder Kategorie ist, desto besser ist die Lage der Pressefreiheit in einem bestimmten Land. Und das Interessante bei diesen Punktzahlen, ja, das Interessante ist bei diesen Punktzahlen auch, man kann die ja auch über die Jahre zusammenzählen. Wir haben die Methodik unserer Rangliste vor 5 Jahren verändert etwas und angepasst und haben genau diese Punktzahlen sehr, sehr, sehr deutlich ausgearbeitet. Hier sind sozusagen jetzt die übergeordneten Punktzahlen. Man kann die detaillierten Punktzahlen auch noch auf unserer Webseite für Ranglisten-Nerds sich anschauen. Das Interessante ist dabei, weil wir wollten mit dieser Ranglistenbefragung, möchten wir im Idealfall ja auch eine langfristige Veränderung beobachten können. Und wir haben deswegen auch so einen langfristigen Quotienten ermittelt, indem man einfach die Punktzahlen weltweit zusammenzählt. Und da beobachten wir tatsächlich, dass in vergangenen Jahren weltweit die Punktzahl gestiegen ist, seit wir das machen, seit 5 Jahren. Also die Rangliste gibt es schon länger. Das heißt, dass insgesamt die Situation der Pressefreiheit weltweit zusammengenommen schlechter geworden ist. Das kann man tatsächlich so sagen. Das ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung. Das ist nicht eine subjektive Wahrnehmung von uns hier in Berlin, im Büro Deutschland von Reporter ohne Grenzen oder in unserer Zentrale in Paris. Sondern das ist die subjektive Wahrnehmung der Leute, die wir in jedem Land befragen. Und wir befragen ja in jedem Land
so 5 bis 10 Leute durchschnittlich. Und da versuchen wir eine gute Mischung hinzubekommen von Leuten aus verschiedenen Regionen mit politischen Richtungen, politischen Lagern, verschiedene Medien. Und insgesamt kann man sagen, wenn wir sozusagen hier diese Punktzahlen zusammenzählen in den vergangenen 5 Jahren, ist die Pressefreiheit schlechter geworden weltweit. Und das deckt sich ja wiederum auch mit unseren qualitativen Beobachtungen, die wir auch haben. Wir haben ja ein paar weltweite Phänomene, die wir registrieren. Wir sehen den Aufstieg von Populisten auch in Demokratien. Wir sehen zerfallende Staaten als etwas ganz Wichtiges, dass Staatlichkeit, also Regierungen, auf dem Rückzug sind in einem Land wie Mexiko, aber auch in Ländern wie Somalia, Afghanistan, weil Staaten sind diejenigen, die Menschenrechte unterschreiben und Pressefreiheit ist ein Menschenrecht. Aber wenn Staaten sich zurückziehen, weil kein Staat mehr existiert, ist das ein weltweites Problem. Und insofern deckt sich diese quantitative Beobachtung durchaus auch mit unseren qualitativen Beobachtungen. Denn wichtig ist uns bei Reporter ohne Grenzen ja schon, dass die Rangliste der Pressefreiheit natürlich eben nur ein subjektiver Ausschnitt ist. Und das kann nicht alles, wir bleiben nicht dabei stehen, Pressefreiheit nur mit der Rangliste der Pressefreiheit zu beschreiben. Das wäre viel zu wenig, weil Pressefreiheit ist etwas Komplexes. Wir wollen mit der Rangliste Diskussionen anregen, wir wollen provozieren, wir wollen auch, dass sich Leute im Idealfall aufregen, dass sich Regierungen vielleicht auch herausgefordert fühlen und sagen, wir wollen uns verbessern oder sich vielleicht auch rechtfertigen müssen. Das ist das, was wir möchten. Verbessern, da fällt mir der Fall Deniz Yücel zum Beispiel ein. Jetzt, wo er wieder frei ist, müsste er eigentlich in der Türkei nach oben gegangen sein auf der Liste, oder? So, frei nach Margot Kesman würde ich sagen, nichts ist gut in der Türkei, weil eigentlich ist Deniz Yücel nur ein Journalist, der freigelassen wurde. Es sind nach wie vor unzählig viele Journalisten in türkischen Gefängnissen, vor türkischen Gerichten, die genau denselben Vorwürfen ausgesetzt sind wie Deniz Yücel. Und Deniz Yücel hatte nur das Glück, wenn man das so zynisch sagen kann, eine große deutsche Öffentlichkeit hinter sich zu haben. Und das, um es jetzt mal salopp auszudrücken, er der türkischen Regierung es irgendwann zu nervig war, Deniz Yücel sozusagen noch hinter türkischen Gittern zu halten und der Preis vielleicht auch zu hoch war. Aber leider hat sich durch die Freilassung von Deniz Yücel wenig geändert. Wir erleben maximal eine kleine Entkrampfung in den deutsch-türkischen Beziehungen, aber wir erleben überhaupt keine Entspannung bezogen auf die Arbeitsbedingungen für türkische Journalistinnen und Journalisten, die tagtäglich weiter kämpfen müssen gegen ein immer diktatorischer auftretendes Regime, mit Selbstzensur üben und in einem fast gleichgeschalteten Mediensystem arbeiten. Aber es gibt auch immer noch, und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, Journalistinnen und Journalisten, die dort versuchen, für Pressefreiheit einzutreten und die zu leben. Deswegen auch Platz 157 für die Türkei. Aber es muss da auch gute Nachrichten geben, oder? Naja, ich denke, gute Nachrichten sind auf jeden Fall erstmal die Länder, die ganz oben stehen an der Spitze unserer Rangliste. Und das sieht man ja, wenn man hier sieht auf der Rangliste, welche Länder das sind. Das sind Norwegen, Schweden, Niederlande, Finnland. Finnland war zwar traditionell immer sehr weit oben und hat sich in den vergangenen 2 Jahren etwas verschlechtert, weil es Drohungen gab der Regierung gegen Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber trotzdem sind die skandinavischen Länder traditionelle Länder, in denen es um die Pressefreiheit, aber auch um andere politische Rechte ja besonders gut gestellt ist. Dort ist in vielen Ländern viel bessere Informationsfreiheitsgesetze als in Deutschland. Wir haben ein sehr schwaches Informationsfreiheitsgesetz, also das den Zugang von Journalisten, aber letztlich jeden Bürger zu Behördeninformationen regeln. Wir haben sehr viel bessere Quellenschutzgesetze als in Deutschland und das sagt etwas aus. Und gleichzeitig gibt es auch Länder, die nicht nur immer oben sind, so wie die skandinavischen Länder, sondern es gibt auch Länder, die sich tatsächlich sehr verbessert haben. Gambia ist der größte Aufsteiger in unserer Rangliste. Gambia ist ein Land, was sicherlich nicht so oft im Mittelpunkt der deutschen Medienöffentlichkeit steht, aber dort gab es nach dem Rückzug eines lange Jahre sehr autoritären Regimes tatsächlich Demokratisierung im politischen System und auch im Mediensystem. Es gab eine unfassbar große Zahl an Neugründungen von privaten Medien und das hat zu mehr Medienpluralismus und dazu auch zu mehr Pressefreiheit beigetragen und das erklärt, warum Gambia der größte Aufsteiger ist in unserer Rangliste. Es ist also möglich.
besser zu werden. Ich glaube, das ist möglich und ich glaube, wenn wir nicht daran glauben würden bei Reporter ohne Grenzen, dass eine bessere Welt möglich wäre, dass auch mehr Pressefreiheit möglich wäre, dann könnten wir morgen die Koffer packen und die Arbeit einstellen. Und da wir das nicht machen, machen wir weiter. Dank Ihrer Hilfe machen wir weiter. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn ihr weitere Informationen zu den einzelnen Ländern sucht, dann geht auf unsere Website reporter-ohne-grenzen.de. Dort gibt es die komplette Rangliste auch noch zum Nachschauen. Auch die Fragebögen und die einzelnen Länder mit den Indexpunkten werden dort nochmal ausführlich erklärt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, Christian.